Hallo, ich heiße Adam Kirbers und das ist mein Podcast Identitätskrise. Das ist jetzt die dritte Folge. Ich bin hier in Ordu in Scheingele. Das ist eine Stadt an der Schwarzmeerregion in der Türkei. Der Kalender sagt mir, dass es der 10. November 2022 ist. Es ist ein regnerischer Tag hier in Ordu. Es ist früh am Morgen. Es ist 6.15 Uhr, während ich diese Podcast beginne, also lokale Zeit 6.15 Uhr. Und der Grund, warum ich diese Podcasts nicht durchgehend machen kann, ist erstens, weil durch Spotify, also durch Anchor Spotify, eben mir Schranken gesetzt sind. Man kann nur eine Stunde aufnehmen, man muss dann unterbrechen. Man kann dann später diese einzelnen Stunden, also mehrere Stunden aufnehmen und sie dann zusammenfügen. Das geht auch. Das mache ich aber zwar nicht, weil es doch zwischendurch Unterbrechungen gibt. Und zweitens, der zweite Grund für eine Unterbrechung ist, dass wegen dem Ezan, also das bedeutet, der Muezzin hier in der Türkei ruft um 6 Uhr. Das ändert sich jeden Tag, ist wieder etwas später, aber der Muezzin ruft zum Gebet auf, das ist sehr hörbar. Das ist hörbar und das würde dann auch die Aufnahme unterbrechen, weswegen ich dann auch so eine Unterbrechung mache. Und auch dann unterschiedliche Folgen, es aus unterschiedlichen Folgen so ausgebe. Ich möchte heute so beginnen. Ich möchte heute etwas anders beginnen. Ich möchte heute jeden meiner Zuhörer, also die das hören, mit ihnen gemeinsam, mit euch allen gemeinsam auf eine furchtbare Reise schicken, vielleicht auf eine Horrorreise, vielleicht auf eine Reise, die uns doch mit Abscheu tritt. Aber ich möchte eure Vorstellung heute in vielleicht auch in Mitleidenschaft ziehen, denn es ist auch irgendwie eine wirkliche Geschichte. Es ist auch etwas, was wirklich geschehen ist, aber der Punkt ist, dass wir heutzutage durch den Medien so abgestumpft sind, dass wir uns das, was wirklich um uns herum geschieht, nicht immer vorstellen können. Deswegen vielleicht versuche ich, das, was ich heute zu schildern habe, vielleicht doch mehr zu verstehen, damit man auch die Menschen versteht, die dahinter sind, die da Hoffnungen sind und nicht nur irgendeine Zahl, Todeszahl, die man heute in irgendeiner Zeitung, in irgendeinem Nachrichtenblatt liest oder in irgendeiner Reportage, die einem mitgeteilt wird, sondern wirklich den Menschen versucht einmal hinter einer Tragödie zu sehen. Stell dir vor, da ist eine Familie neu verheiratet, neu vermählt. Die Familie war nicht unbedingt auf der Seite der Verliebten. Die wollten nicht, dass die heiraten. Es hat einige im Vorzeichen zur Hochzeit hat es einige Dinge gegeben, Spannungen gegeben. Die Familien, beide Familien, die sind sogar auch nicht zur Hochzeit erschienen. Es war eine Hochzeit am Standesamt mit wenigen Zeugen, aber nichtsdestotrotz, das Glück scheint die beiden gepachtet zu haben. Beide sind Migranten, beide sind türkische Migranten und beide haben ohne die Einwilligung deren Eltern geheiratet. Naja, das ist, auch das ging in den 80ern. Beide sehen auf eine Zukunft voraus, auf ein Leben in Österreich. Beide wollen dort leben. Beide wollen dort ein Leben für sich aufbauen. Beide sind in der Türkei in relativer Armut aufgewachsen oder in bescheidenen Verhältnissen. Was ist heute schon arm? Was ist heute schon reich? Bescheidene Verhältnisse, die einem eine gewisse Perspektive zur Welt vermitteln, wie man sieht, welche Werte und Moralvorstellungen man hat. Nichtsdestotrotz voller Erwartungen geht man nach Österreich, das ist 1980, die 80er Jahre, also das ist schon nach dem Ölschock, nach der Ölkrise, nach dem Yom Kippur.
Burgkrieg im Nahen Osten, was dann zu einer Ölkrise mündete, wo die Preise stark anstiegen und wo man zum ersten Mal so eine Art Wirtschaftsrezession spürte. Es ist alles in dieser Zeit und das Ehepaar setzt sich nieder in Westösterreich, in Salzburg am Land, Salzburger Land, im Bezirk Zell am See, setzen sie sich nieder, wollen ein neues Leben beginnen. Wer könnte da etwas dagegen haben? Ja, ein neues Leben, ein neues Glück, auch wenn alles, so scheint es, auf einem schlechten Vorzeichen angefangen hat. Die Eltern waren nicht dafür, haben es ausreden versucht. Wir kennen diese ganze Geschichte. War das wirklich West Side Story und alles? Ja, wir kennen diese Geschichte und hoffen, ja, am Anfang waren vielleicht einige Leute dagegen, aber am Ende werden sie wohl dafür sein. Zwei Liebende kann man doch nicht trennen. Es ist vielleicht etwas traurig, dass man keine wirkliche Hochzeit hatte am Standesamt, wo eigentlich nur der Notar der Zeuge ist und man irgendwie auch hofft, dass die Familie an einer Hochzeit am glücklichsten Tag des Lebens teilhat. Jeder will seinen Tag, seine glücklichen Momente mit den Menschen feiern, zu denen er emotional nahesteht, mit denen er emotional nahesteht, mit denen er gemeinsam aufgewachsen ist. Denn was bedeutet gemeinsam aufwachsen? Dass man auch durch dick und dünn geht, dass man nicht nur die Menschen an guten Tagen trifft, mit den Menschen an guten Tagen zusammen ist, sondern bei Freunden, wenn man einmal heute Lust hat, hängt man einmal ab, geht man mal auf die Piste, hat Spaß, sondern wirkliche Freunde, aber auch Familie, die kennen einen in der Auswendung, die kennen, wie man aufgewachsen ist, die wissen auch, dass das Leben von einer gewissen Perspektive her verstanden werden muss. Die kennen auch deine eigene Perspektive. Die wissen, sofern sie mit dir gemeinsam aufgewachsen sind, wie du denkst, was du willst, was deine Vorstellungen von deinem Leben sind. Das ist dann so wie sehr enge Freundschaften, kann man sagen, Familie und auch sehr enge Verbündete, sofern das auch wertgeschätzt wird. Und irgendwie, vielleicht auch durch diese Erfahrung, durch das gemeinsame Aufwachsen, hat man ja ein spezielles Band mit der Familie. Das ist etwas ganz Besonderes, ein besonderes familiäres Band, das man ja so mit Freunden nicht hat. Sondern familiäres Band heißt auch, dass man insgeheim den Menschen auch wertschätzen muss, der mit einem dort gemeinsam aufwächst, mit dem man seine Welt teilt und auch der Mensch, der scheinbar dadurch, dass er mit jemandem aufgewachsen ist, auch die Welt versteht, vor allem so versteht, wie wir sie sehen. Das ist ja auch der Punkt, jeder Mensch sieht die Welt aus seiner Perspektive, aus seinem speziellen Punkt. Und nur die Menschen, die unmittelbar die gleichen Erfahrungen wie wir hatten, die gleichen Eltern hatten, die gleichen Bedingungen hatten, verstehen auch diese Perspektive, verstehen auch den Menschen, der wir sind. Jetzt stell dir vor, da ist diese Familie, die war eben nicht bei der Hochzeit. Man kann nichts machen, es ist schade, es ist traurig, aber man hofft, dass früher oder später die Familie den Frieden damit machen würde. Und jetzt ist man in einem fremden Land unter fremden Menschen, das ist alles neu, Österreich war neu, vor allem wenn man die Sprache nicht spricht, die Land und Leute, auch wenn die Fauna vielleicht Ähnlichkeiten hat mit der Schwarzmeerregion in der Türkei, wo es auch sehr grün ist, also nicht unbedingt das Meer, aber wo es grün ist, ja, oder Westösterreich, es ist bergig, es ist grün, also es ist sehr viel von Vertrautheit, neue Heimat, aber die Sprache ist anders, die Menschen sind anders, aber nichtsdestotrotz, man ist voller Zuversicht für ein neues Leben. Und dann ergibt sich, dass man schwanger ist, das ist immer sehr gut, sehr schön, dass man in einer Ehe, wenn man in eine Ehe geht, sofort so eine Art Verbindung zwischen den beiden ist, die Verbindung der Liebe, Verbindung, die ein spezielles Band zwischen den einzelnen Partnern macht, denn was ist eine Ehe schlussendlich ohne ein Kind, weil das Kind ist dann die Vollkommenheit der Verbindung der beiden Eltern. Einige werden widersprechen, werden sagen, Kinder allein, wegen dem heiratet man nicht, aber schlussendlich ist es doch der Fall, dass man, um Kinder gemeinsam zu erziehen, aber auch
um so etwas wie Sicherheit in seinem Leben zu haben, Sicherheit vom Partner, Sicherheit für die Zukunft, dass man auch den Bund der Ehe eintritt. Der Bund der Ehe ist auch in gewissem Punkt ein Anhalt, wo man sich durch dem Leben gegenüber wappnet, auch rechtlich abgesichert ist, sehr viele Punkte. Und jetzt ist die Vollkommenheit, dass man eben ein Kind hat, gemeinsam die zwei Liebenden sich vereint haben. Man weiß ja das, es gibt ja dann auch so ein, wenn man jemanden liebt, möchte man auch für ewig irgendwie mit dem verbunden sein zu dem, und einige glauben eben, dass das Kind dann repräsentativ dafür ist, für die Verbindung beider, dass das Kind dann die Vollkommenheit und der Gipfel dieser Liebe ist und auch das Produkt dieser Liebe ist, dieser Vereinigung. Denn egal was ist, egal auch aus welchen Gründen man denkt und sich einredet, man heirate oder aus welchen Gründen man zusammen den Bund der Ehe tritt, das mag für viele befremdlich klingen, vor allem Vernunftsehe, dass man zum Beispiel nur deswegen heiratet, weil man sich irgendwie für die Zukunft wappnen will, sichern will. Aber generell, es braucht immer Anziehungskraft, es braucht immer so eine Art besonderen Reiz, besondere Zuneigung, die man füreinander spürt, die man sonst nicht spürt. Diese besondere Zuneigung, die ist es, die uns schlussendlich dann zueinander führen. Es ist ja auch etwas, wenn man zum Beispiel in der Öffentlichkeit, in einer Bar oder wo auch immer hingeht, als Mann, genauso wie als Frau, sieht man durch die Menge, sieht man durch die Leute und man merkt dann sofort, gewisse Leute haben einen Reiz auf einen. Man weiß nicht woher, aber die haben so etwas Vertrautes für einen. Gewisse Leute, die haben so eine Anziehungskraft und man fühlt sich zu denen sofort hingezogen in der Öffentlichkeit, in der Ding. Es ist so ein Reiz, das ist das entgegengesetzte Geschlecht. Ich spreche vom entgegengesetzten Geschlecht, zum Geschlecht als Mann. Als Mann ist dir ein gewisser Typus von Frau sehr attraktiv. Die Psychoanalytiker und die Psychologen sagen uns, ja, das ist wahrscheinlich der Ebenbild deiner Mutter oder es ist auch etwas Gesellschaftliches. Die Soziologen werden uns sagen, hat das mit der Gesellschaft zu tun. Das Schönheitsideal, das wir sehen, ist ein Wert und diesen Wert möchtest du in der Öffentlichkeit finden, für dich aneignen, um selbst Wert zu erreichen, um selbst Wert zu erlangen, um damit in der Öffentlichkeit auch als wertvoll angesehen zu werden, so wie du dir einen Besitz aneignest, ein teures Auto kaufst und damit angibst, so sind wahrscheinlich für viele auch Frauen dergleichen. Oder auch so sehen viele auch das andere Geschlecht. Das ist alles schon klar, das will auch niemand bestreiten, aber nichtsdestotrotz, es gibt auch so etwas, was einige Leute als Liebe auf den ersten Blick sehen oder auch so verstanden haben, wissen. Aber es gibt etwas, man merkt das auch, wenn man irgendwo hingeht in der Öffentlichkeit, also ich spreche von Männern, als Mann von meiner Perspektive, es gibt Frauen, die haben einfach so eine gewisse Anziehungskraft. Das ist entweder der Charakter, es kann auch das Aussehen sein, aber irgendetwas, die Gesichtszüge, irgendetwas haben die Menschen, wo dann sofort diese Anziehungskraft spürst und dir vielleicht auch dann und wann denkst, wie es wohl wäre, wenn man mit diesem Menschen zusammen sein würde. Oder wie es jetzt nicht unbedingt in einem sexuellen Verhältnis, aber generell mit, wie es wohl wäre, wenn man mit diesem Menschen zusammenleben kann. Ob das überhaupt ginge, dass diese Gedanken, die durchkreuzen einen Mann auch wenn einige, ich weiß nicht wo und wie, sie zu diesen schlussendlich zu diesen Ergebnissen gekommen sind, aber es heißt ja, dass Männer sehr oft, ich glaube, in jede 3-4 Minuten scheinbar an Sex denken. Das
ich weiß nicht, wo sie das herausgefunden haben und diese ganzen sexuellen Erhebungen oder diese, die, das ist wie, wenn man einen Jugendlichen fragt, einen 14-, 15-Jährigen fragt, mit wie vielen Frauen hattest du schon Sex in deinem Leben gehabt? Die meisten, vor allem die Halbstarken, werden sagen, naja, 100, 200. Es bleibt immer dann die Frage, inwiefern kann man solche Sex-Umfragen wirklich als ernst nehmen und dergleichen. Und wenn man die Leute dann fragt, ja, wie oft denken sie an Sex? Naja, ich glaube kaum, dass jemand sich als Perverser auszeichnen lassen will, also die Wahrheit erstens nicht sagen will und zweitens vielleicht einige dann auch über treiben werden. Meine Ansicht ist, dass jede 3-4 Minuten an Sex zu denken ist krank. Das weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, es wird dann auch immer so der Gedanke nach vorne getan oder der Gedanke verbreitet, dass Männer eigentlich nur an Sex denken würden und dass so etwas wie Verbindungen, Liebe, häuslich Familie nicht den Gedankengang des Mannes treffen oder nicht durch den Kopf des Mannes gehen. Ich weiß jetzt nicht, was Frauen denken Frauen das Gegenteilige oder denken Frauen an Kind und Herd ist das gleiche. Also das sind alles so keine Fragen, was meiner Meinung nach auch sehr unsinnig ist und auch schlussendlich nirgendswohin führt. Aber nichtsdestotrotz denken Männer auch an Häuslichkeit, denken Männer auch an Familie, an gemeinsames Zusammensein mit anderen Menschen und wo man sich dann auch vorstellt, ja, wie könnte doch das Leben mit so jemandem sein? Es heißt ja auch darum, prüfe, was sich ewig bindet. Und man prüft dann auch den Charakter von jemandem, weil wenn man es ist schon richtig, dass man dafür als Mann eine gewisse Reife erlangt haben muss, sonst fragt man sich diese oder sonst stellt man sich diese Fragen einfach nicht. Aber generell denken Männer durchaus auch an Familie, an Heirat. Es gibt ja auch so eine berühmte Unterteilung zwischen Männern, welche Frau ist gut für ein One-Night-Stand und welche Frau ist gut zum Heiraten, Zusammenleben. Natürlich sind auch sehr viele chauvinistische Betrachtungsweisen, die da sagen, ja, eine Frau ist nur gut zum Heiraten, wenn sie gefügig ist und auf Herd und Kind achten kann. Das ist schon klar, es gibt auch solche. Aber generell, es gibt auch Männer, vielleicht, ich möchte auch für die Werbung machen und ich denke auch, dass es da einen beträchtlichen Teil gibt, Männer, die ein ganz normales Familienleben sich vorstellen mit einer Frau. Wer will das nicht? Sicherheit, ein Zuhause haben, gemeinsam am Wochenende aufwachen, gemeinsam frühstücken, so in einem geregelten Haushalt leben. Wer will das nicht? Und auch die Vorstellungen, die das alles begleiten, die sind ja auch sehr wichtig. Die sind ja, und man lebt ja auch in diesen Vorstellungen. Und man stellt sich dann vor, okay, man weiß jetzt den Charakter von einem Menschen, den man gerne hat. Das ist vor allem, wenn man in einer Beziehung ist, schon einige Wochen in einer Beziehung ist, und man sich fragt, kann man eigentlich mit so jemandem zusammenleben? Oder wie würde das Leben aussehen? Ja, würde man sich in 3-4 Jahren oder auch in 10 Jahren überhaupt noch verstehen? Könnte man da noch zusammenkommen? Könnte man da noch irgendwie miteinander sich zurechtfinden? Sich zurechtfinden meint ihr, ob man dann noch irgendwie den Reiz füreinander hat? Es ist dann auch dieser sexuelle Reiz, der eine wichtige Rolle spielt, aber auch diese Lust, die man spürt, Lust mit jemandem zusammen zu sein. Es gibt ja auch diese Lust, also nicht nur sexuelles Begehren, sondern auch eine emotionale Lust. Emotionale Lust heißt, dass man mit jemandem so verbunden ist, durch die Gefühle, durch die Emotionen, durch das Erlebte. Also wenn du mit deiner Freundin, wie es heißt, durch dick und dünn gegangen bist, gute sowie schlechte Tage erlebt hast, wenn du schlechte Momente gehabt hast und deine Freundin war immer für dich da, hat dich
getröstet oder hat dir Hoffnung gegeben. Und auch du hast für sie, warst doch für sie da. Dadurch ist eine Verbindung entstanden und durch diese Verbindung habt ihr ein spezielles Band, spezielle Erlebnisse, spezielle Erfahrungen, die du sonst mit niemandem hast. Es ist ja auch so, dass du, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, vielleicht ihr Sachen anvertraust, die du mit deinen Freunden nicht teilst oder auch sonst ihr miteinander eine spezielle emotionale Verbindung habt. Selbstverständlich weiß ich auch, dass es nicht immer der Fall ist. Also für viele Leute sind der Meinung, die spielen auch, sagen wir mal so, die Rolle dieses stehlenden Mannes, dieses harten Mannes, der eben, egal was ist, immer darauf bedacht ist, dass er ein Ansehen pflegt, wobei hier Ansehen pflegt ist, so dieser starke, undurchdringliche Mann, dieses Image immer zu pflegen, immer so bedacht ist, so unnahbar, dieses Ansehen zu aufrechtzuerhalten, auch in einer Beziehung versucht, dieses Ansehen aufrechtzuerhalten, dadurch in einer Distanz zu seiner Freundin lebt, zu seiner Frau lebt, dadurch es nie wirklich zu einem emotionalen Band kommt, sondern sogar teilweise zwischen den Familien oder zwischen dir und deiner Frau so etwas wie ein Spannungsverhältnis gibt. Spannungsverhältnis in dem Sinne, wo sich der Mann dann der Vorstellung hingibt, man muss auf alle Fälle und um jeden Preis der Frau immer und immer wieder beweisen, dass ich der Mann im Haus bin und sie die Frau. Also dieses Spannungsverhältnis, also dieses Geschlechterkonkurrieren oder auch dieses Spannungsverhältnis, das man auch spürt, zum Beispiel, wenn man der Meinung ist, ja, wenn meine Frau mich nicht mehr braucht, dann verlässt sie mich. Auch diese Angst, die da immer mitspielt, was auch sozialen Hintergrund hat. Also wenn ich nicht mehr das Geld auf den Tisch lege, ist sie weg und dergleichen. Also diese Angst, diese Spannungen, die gibt es ja auch bei den Frauen und so. Auch dergleichen, vor allem durch feministische Tendenzen. Oder auch generell mit der Entfaltung. Einige Frauen spüren, dass sie zu Hause zu kurz kommen, dass sie zu Hause sich nicht entfalten können. Ja, der Ehemann, der will eben, dass ich nur zu Hause bin, nur die Kinderhüte. Und jetzt, wo die Kinder in der Schule sind, möchte ich aus meinem Leben auch was machen. Möchte ich auch in die Zukunft sehen? Möchte ich auch mein Leben erleben? Oder auch man fühlt sich irgendwie eingepfercht. Jedes Mal die gleiche Wohnung, jedes Mal die gleichen Menschen, das gleiche soziale Umfeld. Und man fühlt sich dann irgendwie gelangweilt. Dieses mundane Leben, dieses monotone Leben, was so keinen Reiz mehr hat. Und man möchte dem irgendwie entfliehen und man fühlt sich noch zu jung, als schon so zu Ende zu gehen, als schon so schon seinen Frieden mit der Welt zu machen und man möchte da noch etwas erleben. Also diese Gedanken gibt es auch und das führt dann alles auch zu Spannungen. Ja, was soll man jetzt machen? Ja? Wie soll man jetzt leben? Welche Forderungen hat man? Also es gibt auch so generelle Spannungen und man will dann auch fragen. Also es ist ja die Scheidungsrate ist auch sehr hoch in Österreich und in Deutschland und viele heiraten schon gar nicht mehr, was ich eigentlich schon durchaus für als intelligent bezeichnen würde. Wenn man nur bedenkt, die ganzen Schlammschlachten, die sich dann ergeben da aus diesen ganzen Ehen. Aber generell will man ja, stellt man sich vor, immer wieder kann man mit so jemandem zusammenleben. Oder wie würde das Leben von so jemandem sein? Und als Mann hat man ja auch Angst, irgendwie, was ist, wenn mich die Frau nicht mehr braucht? Was ist, wenn sie mich nicht mehr vollnimmt? Und auch bei Frauen spürt man ja auch die Angst, ja, was ist, wenn er bekommt, was er will und dann kennt, der mich nicht mehr mitbekommt, was er will, meint man dann immer Sex. Also bei vielen Frauen ist ja die Vermutung oder viele Frauen vermuten, dass Sex, wenn eine Frau den Mann einmal damit beschenkt hat, mit Sexualität, mit ihrem Körper beschenkt hat, dass der Mann früher oder später das Interesse an ihrem Körper verliert und sich womöglich nach anderen Frauen umsieht. Das ist auch eine Angst, die dort mitspielt, dass der eigene Körper schlussendlich mit den
Tonen mit den langweiligen Lebensverhältnissen zusammenhängt. Sogar ein Inventar dieser langweiligen Lebensverhältnisse ist also ein Inventar, bedeutet dann ja, dass es sich eben nicht verändert. Ja, man hat immer noch den gleichen Körper, man lebt immer noch in der gleichen Welt. Es verändert sich nichts und der Ehemann könnte dann schlussendlich das Weite ziehen, jemanden im Stich lassen und dergleichen. Also auch dort spielt eine Angst mit, das führt zu Spannungen. Und da will man auch wissen, ja, kann man mit so jemandem leben? Das ist sehr normal. Und wenn wir wieder zurückkommen, also stell dir vor, dieses Ehepaar, das kommt hier, ist schwanger und dann die Verbindung ist ja auch sehr wichtig. Ein Kind ist ja auch dahin wichtig, dass man sich auch irgendwie absichert. Für viele Männer ist ein Kind wichtig, damit man sich der Frau absichern kann, damit man emotional sie an einen binden kann. Sonst hat man ja nichts, auch wenn das Eheversprechen, das Wort der Ehe heilig ist, auch der Bund der Ehe heilig ist, doch die gegenwärtige Scheidungsrate spricht ja etwas anderes. Man kann sich so schnell entloben, man kann sich so schnell scheiden, wie man auch geheiratet hat. Und es ist auch sehr viele Prominente heiraten ja mehrmals. Und das ist schon dahin geworden, dass es schon normal ist, dass ein Mann heute oder dass jemand heute, ob Mann oder Frau, in ihrem oder in seinem Leben mehrmals heiratet. Also einmal heiraten, das ist schon die Ausnahme, dass man genau den Partner gefunden hat, genau den wirklichen Seelenverwandten, wenn es so jemanden wirklich gibt, den wirklichen Seelenverwandten gefunden hat und dann miteinander den Bund der Ehe tritt. Das ist sehr selten. Das macht immer Angst, weil jede Beziehung ist eine Gefühlsinvestition und ist auch ein Vertrauen, weil wenn man mit jemandem zusammenlebt, das ist ja alles nicht einfach, in so einem engen Raum, in so einem engen Platz mit jemandem zusammenlebt und dieser jemand, der kennt dann nicht nur die Schwächen, vielleicht auch nicht nur das Gute, sondern auch die Schwächen oder auch man offenbart sich ja auch diesem jemanden zumeist, die meisten, einige vielleicht nicht, aber im generell vertraut man ja so jemanden und man offenbart sich so jemand. Das ist wie wenn man nackt vor so jemand steht und sagt, ja, das bin ich mit meinen Schönheitsfehlern und mit all meinen Macken und mit all dergleichen. Also dieser Mensch, der kennt dann einen in- und auswendig und man vertraut ihm auch. Und das ist eine Investition in so einen Menschen, vor allem in unserer Zeit, wenn wir bedenken, wie oberflächlich wir doch alle leben, in was für einer oberflächlichen Zeit wir alles leben, ist das etwas sehr, sehr Seltenes. Vor allem, dass man jemanden auch gefunden hat, dem man vertrauen kann, mit dem man zusammen sein kann. Und da ist natürlich Angst, dass man ihn verliert. Und ein Kind ist eben ein Bund, weil man sich vor allem, ich kann da nur von Männern sprechen, wo man sich dann denkt, naja, wenn eine Frau ein Kind von mir hat, erstens einmal bin ich mit ihr verbunden. Und zweitens, sie wird sich wohl da zweimal überlegen, ob sie mich noch verlassen wird oder nicht. Also das ist auch irgendwo, muss man auch sagen, als Mann hat das auch einen gewissen Reiz, dass man mit der Frau, für die man etwas Besonderes empfindet, die entweder sehr attraktiv ist oder auch zu der man eine sehr tiefe emotionale Verbindung hat, für einen Mann oder aus einer männlichen Perspektive, Hilfe, ist es auch immer wichtig, dass diese Frau ein Kind von jemandem hat, sodass das Kind dann die Vollendung dieser Verbindung ist. Also man hat dann irgendwie, wenn man so will, diese Frau schlussendlich für sich selbst beanspruchen können oder sie erobert, wenn man so will. Das ist dann die Vollendung. Also, oder man hat es dann geschafft, dass diese Frau, für die man so viel empfindet, an einen gebunden ist. Dann diesen jemanden nicht mehr verlässt oder einen dann nicht mehr verlässt. Das ist, als Mann hat man doch solche Gedanken. Also ich habe das schon bei sehr vielen Männern gespürt und auch so gedacht, ein Kind ist wichtig für das Band oder auch für die Sicherheit, wo du denkst, naja, wenn sie ein Kind von mir hat, wird sie wohl zweimal überlegen, ob sie mich verlässt und das
denken sich dann Frauen ja auch, naja, wenn ich ihm einen Stammhalter schenke, das ist ja immer noch dieser Gedanke, ja, dass Männer nur Stammhalter wollen und dass eine Frau, wenn sie einem Mann nicht einen Nachkommen schenken kann oder nicht fähig ist dazu, dass sie dann automatisch keine Frau mehr sei und dergleichen. Also diese ganzen Gedanken spielen da eine Rolle, aber generell, vor allem in der Gesellschaft, sind ja Jungs nach wie vor, werden Jungs als wertvoller angesehen, wertvoller als Mädchen. Deswegen hat sich bei Frauen so der Gedanke eingenistet, dass wenn ich einem Mann oder meinem Mann, meinem Partner, meinem Liebling, wenn ich ihm einen Stammeshalter schenke, wo er dann das Zepter weiterreichen kann, was es auch immer ist, also was muss denn hier in unserer Gesellschaft, wo sich ständig alles verändert, muss man, ja, was kann man da wirklich schon feierabend, sondern man muss sich eher fragen, ob man die Jugend nicht vor dem Verderbnis schützt, vor allem vor dem Verderbnis durch die Gesellschaft schützt. Aber nichtsdestotrotz, Frauen haben sich so das eingebildet, wenn wir das den Männern ermöglichen, dann bleiben die auch bei uns, dann werden die sich zweimal überlegen, ob sie einer Frau auf den Arsch schauen oder ob sie bei der nächsten Gelegenheit sofort alles stehen und liegen lassen, vor allem die Familie vergessen. Ja, das ist ja auch der Gedanke, der auch bei einem mitspielt, weil irgendwie denkt man sich, naja, der Mann ist viel freier durch den Körper, das ist auch bei der Frau der Fall. Man kann das durchaus auch nachempfinden bei einer Frau, die 9 Monate das Kind austragen muss und auch später dann für das Kind sorgt, stillt und alles. Da tragt sich der Körper ab. Das hat eine Wirkung auf den Körper. Man fühlt sich alt, viele Frauen fühlen sich alt und dann besteht selbstverständlich dann die Angst auch irgendwie. Jetzt habe ich diesen Mann, die seine Kinder geboren, das hat mich abgetragen, hat meinen Körper altern lassen. Jetzt bin ich nicht mehr diese junge Dame, diese junge Frau für ihn, diese begehrenswerte Frau. Er könnte mich verlassen. Selbstverständlich spielt auch diese Angst, die man hat, ganz besonders, wenn man kein emotionales Verhältnis zu jemandem hat, wenn man sagt, naja, dieses emotionale Band, das wir haben, das ist eigentlich lose und es ist eigentlich nur der Körper und deswegen habe ich Angst, dass er oder sie bei der nächsten Gelegenheit sofort mich verlassen würde. Das ist auch eines dieser großen Fragen, vor allem in unserer Zeit, diese emotionales Band, inwiefern ist man mit jemandem noch emotional verbunden, vor allem in unserer Zeit mit diesen sozialen Medien und alles. Aber generell, Kinder sind meistens als eine Absicherung gedacht. Einerseits die Vollendung der Liebe, einerseits aber auch für einen selber. Über das brauchen wir auch nicht reden, dass man auch, wenn man zum Beispiel der Meinung ist, naja, man hat im Leben nicht viel erreicht und oder man hat sich Vorstellungen und Hoffnungen gemacht und daraus wurde nichts und man hat dann ein Kind oder einen Sohn, eine Tochter und dieser Sohn oder die Tochter soll dann das Leben haben, was man selber nicht gehabt hat, wo man dann sich selber in die Kinder versetzt und durch die Kinder den eigenen Wunsch dann weiterlebt und auch dadurch auch Anteil hat. Das ist sehr viel bei Sportlern, sieht man das, wo Väter sehr viel hinter den Kulissen die Kinder unterstützen, durch die Kinder deren eigenen Traum leben und alles. Also, aber auch bei Müttern sieht man das, vor allem die aus einfachen Verhältnissen groß geworden sind, die sich so viele Sachen gewünscht haben in deren einfachen Verhältnissen, aber es war nicht möglich und dann haben sie eine Tochter bekommen und die soll jetzt alles haben und wir arbeiten uns jetzt ab und dann und meine Tochter soll dann alles besser haben, soll Reitstunden haben, soll Klavierunterricht haben und sie soll ein wirkliches Leben haben, wo man dann durch die Kinder dann auch weiterlebt. Also diese ganzen Geschichten kennen wir auch. Also Kinder sind irgendwie auch eine Persönlichkeitsverlängerung der Menschen. Und wenn wir wieder das Ehepaar vorstellen, was neu geheiratet hat, was nach Österreich gekommen ist und dann ist die Schwangerschaft da. Ein neues Leben, ein neues Glück. Das ist, wenn man sich da jemand vorstellt,
als Migrant, also das ist ja, hat dann auch nochmal eine Zusatzwirkung. Man ist in einem neuen Land, in einer neuen Kultur, in einer neuen Sprache. Alles ist neu um einen herum, gestehen Sachen. Man spricht die Sprache nicht, man kann sich nicht irgendwie mit den Leuten verständigen. Man ist irgendwie abgeschottet, die Sprache, also nicht sprechen können, führt auch zu einer Abschottung. Man kann nicht frei kommunizieren, dadurch lebt man in einer kleinen, beengten Welt und da erst dann wird das Kind dann auch wichtig, also wichtig in dem Sinne, dass du dann so, dass du einen Verbündeten hast, einen Kompagnon, fast so, als würde man sagen, wie wenn du einen Hund oder sonst dergleichen hast. Also Kinder spielen dann da in so einer Situation der Vereinsamung eine sehr wichtige Rolle. Also man hat das, man kennt dass ja auch von Frauen, die zum Beispiel in einer unglücklichen, lieblosen Ehe mit einem Ehemann sind, wo der Ehemann distanziert und undurchdringlich ist, und dann bekommen sie ein Kind und sie stützen sich dann mit voller Liebe auf das Kind. Das sind so diese berühmten Gluckenmütter, die das Kind mit Liebe und Zuneigung überschütten und so das wegmachen wollen, also diese Lieblosigkeit des Ehemannes wegmachen können wollen, also diesen Wunsch, den man hat, dann schlussendlich mit jemandem zusammen zu sein. Generell, aber so nicht allein sein zu müssen, also diese Angst, alleine zu sein, oder auch generell dieses Vereinsamung gegen die Einsamkeit. Und wenn man das auch bedenkt, dass es auch bei Migranten der Fall sein kann, vor allem wo der Ehemann arbeitet, jeden Tag arbeiten muss und man hat dann wenig Zeit für Zuneigung, für Liebe oder auch generell für Intimitäten, Zärtlichkeiten, dann beginnt das Kind sehr wichtig zu sein. Einerseits ist es eine Verbindung in einer unsicheren Welt, Verbindung, dass der Ehemann doch noch auftaucht, Verbindung in dieser neuen Welt, wo alles neu ist, wo man nichts erfahren hat oder wo man sich nicht ausdrücken und verständigen kann. Dieses Kind ist dann die Verbindung, aber es ist auch irgendwie ein Anker, ein Rettungsanker gegen die Vereinsamung, gegen die Einsamkeit, gegen das Alleinsein. Und man beginnt dann sich darüber zu freuen, ein Kind. Es beginnt auch Gedanken sich breit zu machen an die Zukunft. Das ist 1980, der Krieg, Yom Kippur war gerade vorbei. Es gibt generell, wird die Welt in einen Krieg sein. Es ist kalter Krieg, es gibt immer noch, vor allem in den 80er Jahren ist das alles dann noch einmal, kurz vor dem Zusammenbruch ist das alles noch einmal sehr, sehr eng und sehr, sehr strapaziös geworden. Also in den 80er Jahren beginnt dann so dieses neue Leben für jemanden in so einer Spannung, in so einem Spannungsverhältnis. Und man hat eben ein Kind, man hat eine Zukunft, man denkt an eine Zukunft und man will sich auch diese Zukunft bewahren in ihr Leben. Und dieses Kind dann ist eine Vollendung dieses Lebens. Und man ist dann schwanger, man ist 8. Die erste Schwangerschaft, man hat damals noch niemanden gehabt. Man kann nicht jeden fragen, vor allem nicht jeden um einen herum fragen, die über die Schwangerschaft sind. Denn einerseits spricht man die Sprache nicht, andererseits ist man dadurch, dass eben die Familie erstens nicht für die Ehe war und immer noch nach der Ehe stumm geschalten hat und immer noch nichts vom Eheglück wissen will und auch immer noch nichts mit dem Kontakt und immer noch nicht Kontakt zu den Liebenden aufgenommen hat. Die Familie, die hält sich auf Distanz und die Tochter, die immer ein sehr enges Verhältnis die ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater gehabt hat, die hat irgendwie die Hoffnung, dass sie, wenn sie
nicht nur ihrem Ehemann, sondern auch ihrem Vater einen Enkel schenken kann, einen Stammeshalter schenken kann, dass ihr Vater sie dann vergeben würde, dass sie dann eine Annäherung zu ihrem Vater haben könnte, der doch gegen die Ehe war, der nichts wollte, dass die beiden sich heiraten, dass sie diesen Ehemann heiratet, dass sie mit ihm flieht, dass sie mit ihm ins Ausland geht. Ihr Vater war dagegen. Und sie denkt voller Erwartung, mit voller Hoffnung an das Kind und betet zu Gott, dass es ein Junge ist, betet zu Gott, dass es ein Stammeshalter ist, der ihr dabei helfen wird, ihren Vater noch umzustimmen, ihren Vater noch dazu zu bringen, einzugestehen oder zu verstehen, dass diese Ehe, die sie gelebt haben, dass es wichtig war oder auch, dass sie das Glück der Welt gefunden hat. Man weiß ja das auch irgendwie. Wenn Eltern gegen die Ehe sind, man dann durch das Kind hofft, dem alles wieder gut zu machen, dass man den Eltern irgendwie so eine neue Rolle vermitteln kann, so sie können dann ihren Enkel liebkosen, können dann Großeltern sein, können eine spezielle Verbindung zu ihrem Kind haben und dass man dann hofft, diese Gräben zuzuschütten, die sich eben durch das Liebesglück aufgetan haben, die Eltern, die dem nicht zugestimmt haben und dergleichen. Und man hofft eben auf das und man hofft inständig darauf, dass das funktioniert. Also dieses Kind spielt dann mehrere Rollen, hat dann mehrere Rollen, spielt dann mehrere wichtige Rollen im Leben dieser Frau dann. Es soll alles besser werden, ihr Leben, ihre Verbindung, wenn einmal das Kind geboren wird und dann wird alles besser werden. Also diese Hoffnung, die man hat und man möchte sich auch an das klammern, möchte auch daran glauben, wie wichtig es ist, dass das Kind nun kommt und wie wichtig es ist auch für die ganze Leben, für das Leben eines Menschen ist. Vor allem, dass man, wenn man im Ausland lebt, als Migrantin und die Sprache nicht spricht, dass man insgeheim auch hofft oder auch nicht nur insgeheim, aber generell auch immer diese Vereinsamung einhergeht. Das ist ja etwas, das mit dem Migrantenleben einherkommt. Das ist die Vereinsamung, ganz besonders, wenn man am Land oder sonst irgendwo gezwungen ist, aufzuwachsen oder gezwungen ist, dort zu arbeiten. Also man hat die Heimat verlassen, ist dann in einer ländlichen Gegend in Österreich gelandet, geht dort in die Arbeit, man spricht die Sprache nicht, es gibt wenig Familie, die Leute um einen herum sprechen nur Deutsch, man kann sich nicht unbedingt sozialisieren, man fühlt sich vereinsamt. Also davor war man immer Teil einer großen Familie, um einen herum gab es immer viel Rummel, viel Ruhm, viel Leute und danach gar nichts, hört das auf einmal auf, man ist vereinsamt, man möchte unbedingt mit jemandem auch reden, sich selbst anvertrauen, doch in dieser Ferne, im Ausland war das nicht möglich, mit den Eltern konnte man nicht reden und es ist ja sehr wichtig für jede Frau, vor allem auch mit den Eltern in der Schwangerschaft zu reden, mit der Mutter in der Schwangerschaft zu reden, ihre Informationen zu hören, ihre Gedanken zu hören, von ihr auch zu erfahren, was es denn auf sich hat mit der Schwangerschaft, was man beachten soll, was man beachten muss, was wichtig ist und dergleichen. Das ist ja auch eine spezielle Verbindung, die zwischen Mutter und Tochter ist, ja, später dann im Leben, später dann in der Schwangerschaft. Ja. Die Mutter, die weiß dann, wie man, oder die hat spezielle Rezepte, spezielles Essen und dergleichen. Und man hat dann ein spezielles Band zwischen Mutter und Tochter durch die Schwangerschaft hindurch. Und man hat ja dann auch die Hoffnung gehabt. Doch dann ist das alles erloschen. Dadurch, dass man eben als Migrant, als Gastarbeiter nach Österreich gegangen ist, ein Leben leben musste, dass man den Verhältnissen in der Türkei entfliehen musste. Und das Leben dann scheint vereinsamt zu sein und man hofft dann, dass das Kind alles lösen wird, dass das Kind dann schlussendlich diese Gräben wieder zuschütten wird und dass man wieder mit der Familie anschließen kann.
Man ist schwanger, 9. Monat, das Kind kommt auf die Welt. Es ist in einem Krankenhaus, in einem österreichischen Krankenhaus. Alles scheint nach Plan zu laufen. Alles scheint noch gut zu sein. Ohne Komplikationen kommt das Kind zur Welt. Doch dann wird das Kind, um Untersuchungen zu machen und um es auf Herz und Niere zu prüfen, weggenommen für einen kurzen Augenblick untersucht. Das sagt man der Mutter. Und eine Krankenschwester, die das Kind im Arm hält, ist offensichtlich sehr beunruhigt dadurch, dass das Kind ständig schreit. Das Kind ist nicht zu bändigen, es schreit ständig, man kann es nicht beruhigen. Sie hält dem Kind den Mund zu, es hilft nichts, versucht es zu trösten, es hilft nichts. Sie bekommt zunehmend, wird sie aggressiv. Diese Frau wird zunehmend aggressiv und mit einem Mal, als ob in ihrem Kopf irgendetwas falsch oder eine Sicherung durchbringt, beginnt sie das Kind zu schlagen. Das Kind, das dieser Migrantenfrau gehört, für ihre Hoffnung, für ihr Leben, das Hoffnung war, ihre Verbindung zu dieser Familie war, dieses Kind wird geschlagen, schon als Baby. Und es ist alles neu, es versteht es nicht. Dieses Kind, dieses wehrlose Lebewesen, was nicht versteht, was um ihn herum geschieht, seine Hände und seine Arme sich nicht dagegen wehren können, nicht gegen diese Schläge wehren können, nicht verstanden haben, dass man sich vor der Welt schützen muss, dass man sich vor den Menschen schützen muss. Und diese Frau, die wird richtig wahnsinnig. Ne? Die beginnt es zu schlagen, beginnt es auch zu schütteln, beginnt das Kind regelrecht zu misshandeln, sodass das Kind schlussendlich durch ein Schädeltrauma dann tatsächlich aufhört zu schreien. Es ist betäubt. Es ist paralysiert. Es hat schwere Gehirnverletzungen erlitten. Diese Schläge auf den Kopf haben es sehr stark beeinträchtigt. Und diese Frau, diese Krankenschwester, die beginnt dann zunehmend ihren Fehler zu begreifen, was sie gemacht hat. Und sie beginnt Angst zu haben, dass das möglicherweise Konsequenzen mit sich führen würde. Das alles geschieht in Österreich. Und um diesen Konsequenzen zu entziehen, beginnt diese Frau einen teuflischen Plan auszuhecken. Das Kind wurde eigentlich gar nicht lebend geboren. Wie sie jedem weiß, machen sie weiter auch den Arzt ein, die Hebammen, alle. Und das ist alles eine eingeschworene Gruppe. Die sehen, was mit dem Kind geschehen ist. Und man sagt, man kann das Kind so der Mutter nicht geben. Das geht dann nicht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Die Mutter hat es ja nach der Geburt für kurze Zeit im Arm gehalten. Sie wird wissen, oder spüren, eine Frau spürt das, wenn irgendetwas mit ihrem Kind geschehen ist. Wir können es der Mutter nicht in die Hand geben. Das Kind ist offensichtlich dadurch, dass sie schwer geschlagen wurde, geschüttelt wurde und schwer misshandelt wurde, bis ans Lebensende gezeichnet. Jetzt beschließen diese Leute, es so aussehen zu lassen, als ob es bei der Geburt gestorben wäre. Und sie nehmen einen Strick. Einen Strick, was so aussieht wie eine Bauchnabelschnur. Und diese Bauchnabelschnur wird um den Hals des Kindes gehalten und das Kind so erdrosselt und getötet. Das Leben, das Glück einer Familie und auch das Leben eines unschuldigen Kindes wird mit einem Mal ausgelöscht, vernichtet. Es ist Stille.
dann hört es auf zu schreien. Dann hat es schlussendlich aufgehört zu schreien. Ein wehrloses Wesen, was die Welt nur für kurze Augenblicke gesehen hat, was nicht verstanden hat. Und dann ein Leben, was einfach ausgelöscht worden sind. Doch das ist dann noch nicht alles. Die Leute, die dort sind, die wissen, dass sehr viele Kinder aufgegeben werden. Jeden Tag. Es ist auch eine Zeit, in der viele Frauen das Kind, ihr Kind nicht wollen. Und auch viele Kriminelle ihr Kind nicht wollen. Und die Menschen dort, die entschließen sich, der Mutter ein anderes Kind in die Hand zu drücken. Sie soll doch das andere Kind erziehen. So erspart man sich vieles. Auch so stellt man sich dann auch keine Fragen, ist man sich auch nicht irgendeiner Untersuchung ausgesetzt. Hier ist das Kind, das misshandelt wurde, das schwerst behindert wurde. Das ist eben bei der Geburt erdrosselt worden von der eigenen Gebärmutter, von der Bauchnabelschnur, von der eigenen Bauchnabelschnur wurde es erdrosselt und es ist so tot auf die Welt gekommen. So stellt niemand Fragen. Eine Hand wäscht die andere und wir geben der Mutter das Kind von wem anderen. Es ist kalt. So eine Welt in der wir leben. Und das ist so kalt und wir erzählen das so, weißt, oder ich erzähle das so, als ob es so einfach so gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ganz genau gewesen ist, was ganz genau passiert ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es vertuscht worden ist. Und das, und die Frau, der man das Kind getötet hat, das war meine Mutter. Ihr erstes Kind. Ihr erstes Kind, mein älterer, wirklicher Bruder, mein biologischer Bruder wäre das gewesen. Und statt ihrem eigenen Kind hat man ihr das Kind von wem anderen gegeben. Und sie hat jahrelang auch geglaubt, dass es ihr Kind ist. Und hat es erzogen. Jetzt wird jeder sagen, naja, was ist der Unterschied? Ist es denn wirklich tragisch? Oder mit wem soll man... Welche Tragik soll man hier vorführen? Da ist jemand, ein unschuldiges Leben wurde zerstört, weil eine Schwester, weil eine Krankenschwester es nicht ertragen konnte, dass ein Kind die ganze Zeit weinte und es dann geschlagen und geschüttelt hat und dann schlussendlich die alle gekommen sind und das daher gekommen sind und das Kind erdrosselt haben. Ist das den Wert von Leben? Oder ist das gar nicht so geschehen? Einige sagen nein. Oder ja, es ist so geschehen. Es ist eine Tragödie irgendwie. Und auch lässt es einen Erschaudern. Erschaudern. Und was ist das für eine Frau? Wie ist das? Wie soll man das werten? Eine Frau, die das Kind von jemandem erzieht, heranwächst. Ist es egal, wenn man sagt, naja, wenn das Kind am Ende zu dir sagt, Mama oder Papa, dann ist es ohnehin dein Kind. Es ist dann ohnehin gleichgültig, ob es biologisch deins ist oder nicht. Aber denken wir mal darüber nach, dass jemandem dein Kind weggenommen worden ist, zerstört worden ist. Und die Menschen, die das gemacht haben, die haben dafür nie eine Strafe gesehen. Die haben dafür niemals das Innere eines Gerichtssaals gesehen. Einfach ein Leben ausgelöscht. Vor allem in unserer Zeit, wo man jetzt vor allem in den USA immer wieder mehr und mehr über Abtreibung redet und inwiefern das alles schlimm ist und man das mit allen Mitteln verhindern soll. Was ist das Leben dann? Was ist das Wert des Lebens? Und wie viel, und was ist, wenn man einmal darüber nachdenkt, wie kaltblütig eigentlich jemand auch ist, das Leben eines Menschen auszulöschen. Und man hat ja dann später auch nicht irgendein
Kind meiner Mutter gegeben, sondern das Kind eines Griechen. Das war ja das Nächste, als ob man da noch einen Spott und einen Hohn daraus machen wollte. Jetzt kann jeder sagen, ja, es ist Zufall. Nein, es ist kein Zufall, weil es wurde später nochmal gemacht. Also, dass man einer türkischen Familie dann auch noch das Kind von Griechen gibt. Es ist natürlich, wird jetzt jeder sagen, ja, was soll das alles? Warum sagen wir das alles? Ja, was ist schon dabei? Dann ist es eben das Kind eines Griechen. Und warum ist das so ein Problem? Warum? Nein, es ist so kein Problem. Der Mensch ist ein Mensch, egal wer er ist. Der Mensch ist immer ein Mensch. Egal ob das... Und Kinder sind unschuldig. Das ist ein wehrloses Lebewesen. Und es war unschuldig. Und sein Leben wurde ausgelöscht. Aber dass man danach noch herkommt und den Spott und den Hohn noch eins hinzusetzt durch Spott und Hohn, dass man dann noch da das Kind von Griechen nimmt, warum konnte dann kein anderes Kind gefunden werden? Oder warum konnte man da den Eltern nicht die Wahrheit sagen? Das ist eine schwierige Sache, schwierige Angelegenheit. War es Absicht, dass man unbedingt das Kind von Griechen dort den Eltern geben musste? Später hat man sich dann auch darüber lustig gemacht. Darum ist es ja gegangen. Darum sage ich ja das alles, dass man später gesagt hat, naja, schau dir die Türken an. Am Ende haben sie doch den eigenen Feind erziehen müssen. Hat man das gewusst? Ist es dann Absicht? Ist es Absicht? Und auch wenn man sagt, na wenn schon, dann ist das Kind im Grieche. Was ist denn schon Ethnie? Das ist ja nichts, was dir in den Genen steht. In deinen Genen steht ja nicht Grieche. Türke, Österreicher oder Deutsche. Aber das ist ein Indiz dafür für die Kaltblütigkeit dieser Menschen. Als ob es nicht reicht, dass man das Kind von jemandem umgebracht hat. Als ob es nicht ausreicht, dass man da ein Leben, ein wehrloses Leben ausgelöscht hat. Und dann beginnt man sich dann auch noch über die Opfer lustig zu machen. Dann wird es zu einem Problem. Der Gedanke dort. Dahinter ist entscheidend, nicht ob das Kind eines Griechen ist oder nicht, das ist egal. Also vor allem hier in der Schwarzmeerregion haben wir alle griechische und armenische Vorfahren. Also ich habe armenische Vorfahren, ich habe auch deutsche Vorfahren und auch jüdische Vorfahren. Aber es ist der Gedanke, der dann dahinter steckt, als ob man dann noch jemanden in die offene Wunde Salz reinreibt. Und das ist dann schon etwas, wo man sagt, das ist abartig. Das ist jemand, der dem alles egal ist, der keine Reue verspürt, der da ein Leben ausgelöscht hat, der das Leben von einem unschuldigen Lebewesen, von einem unschuldigen Wesen, von einem kleinen Kind genommen und es vernichtet hat, dass so jemand danach noch sich über die Opfer lustig macht. Das ist widerwärtig. Das ist wirklich widerwärtig und das ist abartig. Das ist abartig und es kommt ja demnach, auch wenn es jetzt so falsch klingen mag, ja und wenn schon, dann sind das eben die Kinder von Griechen. Was ist das Problem? Es ist der Gedanke, der dort dahinter zählt, der dort hinter ist. Vor allem bei Genoziden wird ja das immer wieder gemacht. Also wenn man ein Volk auslöschen will, wenn man ein Volk ausradieren will, tötet man die eigenen Kinder und statt deren Kindern gibt man dann versucht man die eigenen durch deren Frauen zu züchten, sodass die Frau dann nichts anderes als dazu dient, diese neuen Menschen oder diese andere Ethnie zu züchten. Das wird ja auch bei Dingen gemacht, bei Genoziden gemacht. Und das haben auch die Serben zum Beispiel in Bosnien machen versucht im letzten Krieg. Das wird immer bei ethnischen Säuberungen so gemacht. Es bleibt fraglich, was nun. Es bleibt sprachlos.
Wir haben die Stunde wieder gefüllt. Ich heiße Adam Kirbas. Ich wünsche euch alles Gute.